Hallo, liebe Bananas-Freunde. Hier sind wir wieder mit unserer beliebten Sendereihe Erfindungen, auf die die Welt gewartet hat. Und wie immer dabei, unser Erfinder, Herr Schnitzelpool. Schnippelpool, bitte. Schnippelpool. Hinten vorne Pool. Darf ich mal die Zigarette aus dem Mund nehmen, damit wir sie etwas besser verstehen? Herr Schnippelpool, um was geht es heute wieder? Steht wieder eine der gefürchteten Erfindungen ins Haus? Ja, also ich habe mir gedacht, Stichwort Fahrstuhl, ne? Mhm. Und Stichwort Straßenbahn. Man steht so dicht gedrängt, ne, fühlt sich sozusagen wie eine staatenlose Ölsardine. Ne? Sozusagen belästigt, so als Frau wird man dann auch, ne, Telefonnummer in Ohr, man kriegt die Leute nicht vom Leibe. Ja. Ne? Wenn wir mal zur Erfindung kommen könnten jetzt. Ja, das bammelt hier jetzt im Augenblick noch so, drücken Sie mal auf diesen Knopf hier. Ja, ja, das sieht ja ganz gewaltig aus. Jawohl, jawohl. Oh, ja, wunderbar. Das ist ja sensationell. Ast rein. Nee, gut, Herr Schnippelpool, wenn wir... ausschalten könnten. Was ist denn damit los, Herr Schnippelpool? Was ist denn damit los, Herr Schnippelpool? Attacke! Hat mich voll überzeugt, Herr Schnippelpool. Eine seiner stärksten Erfindungen. Völlig schwerelos dort oben, Herr Schnippelpool.